Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, als du das erste Mal diesen hervorragenden Flyer der GSA University in der Hand gehalten hast. Für mich ist es jetzt das sechste Mal, weil das sechste Jahr. Und jedes Mal bin ich wieder aufs Neue begeistert. Begeistert ob der Idee, begeistert ob der Qualität der Dinge, die hier drin stehen. Und auch begeistert, wenn ich mir anschaue, wie die Feedbacks der Absolventen sind. 6 Jahre. Über 100 Teilnehmer, wir haben 43 Dozenten, Referenten, Experten, also aus dem Markt hier engagiert, die ehrenamtlich ihr Bestes gegeben haben. Und wir haben einen Markus Hoffmann, der das ganze Thema groß gemacht, etabliert und zur Blüte geführt hat. Und wir haben einen Weiterbildungspreis. Alles das ist in den letzten 6 Jahren brutto passiert. Eine sensationelle Leistung und übrigens auch ein Wachstumstreiber für uns in der GSA. Warum ich dir das sage? Nun, weil wir auch hier in die nächste Generation starten wollen. Markus Hoffmann hat sich entschieden, zur Verstärkung des Teams einen Studienleiter zu benennen und den haben wir nach langem Suchen und Auswahlprozessen gefunden. Thilo Baum geht nach vorne. Markus Hoffmann bleibt Inhaber des Lehrstuhls. Jedoch geht Thilo Baum nach vorne als Leiter der Studiengänge und als auch Leiter und Verantwortlicher für die Texte und für alles das, was dort in die Agenden der Zukunft hineingeschrieben wird. Er wird unterstützt von Greta Andreas, die schon ja, so eine wahnsinnig gute Unterstützung für Markus Hoffmann gewesen ist. Sie bleibt, danke Greta dafür. Er wird weiter unterstützt von Gerrit Danz aus Hamburg und auch von Marco von Münchhausen. Also, wir haben ein neues Team, sagen wir Team Thilo dazu. Und es geht die GSA University in eine 3.0-Zeit, wenn du so willst, in die nächste Generation. Wir sind damit einzigartig auf der Welt, das gibt es kein zweites Mal. Wer auch immer sich anschickt, Speaker-Ausbildungen im Markt anzubieten, dieses Konzept ist nicht zu toppen, weil es einfach in sich einzigartig ist. Ich wünsche der GSA, ich wünsche uns allen, dass die nächste Generation es noch besser machen möge als die erste. Also als die um Markus Hoffmann herum, dass Thilo Baum und sein Team das hervorragend bringen. Jeder Einzelne, der sich als Mitglied und als Dozent hier zur Verfügung stellt, sein Bestes geben wird. Und dass wir am Ende der nächsten Generation, wann immer das sein wird, gemeinsam anstoßen können. Vielleicht dann mit einem ganz besonderen Rotwein auf die Erfolge der Zukunft. In diesem Sinne, Ihr Andreas Bruhr.